Leute und herzlich willkommen bei meinem ersten Cube World Tutorial. Ja, ich möchte euch heute einmal die Class Trainer vorstellen und als erstes fangen wir natürlich an, wofür brauchen wir die? Wir brauchen die für Folgendes. Wie jeder weiß, kann man mit X seine Skills aufrufen. Man sieht, man hat die jetzt hier gelevelt und man denkt sich, ach man, ich will aber jetzt gerne mal Hanglider fliegen. Also möchte man die rückgängig machen, was man dann natürlich mit jeder Taste wie wild versucht. Irgendwann wird man dann auf die rechte Maustaste stoßen und während diese drückt, steht dann da, man kann das rückgängig machen. Aber man braucht einen Class Trainer. Dieser Class Trainer heißt ja auf Deutsch nichts anderes als Klassentrainer. Oder Klassentrainierer. Ja. Also brauchen wir einen Klassentrainierer. Wo findet man die? Diese findet man in jedem Dorf für jede Klasse. Hier ist zum Beispiel einer für den Magier. Dort hinten einer für den Warrior. Dort einer für den Rouge, oder wie er ausgesprochen wird. Und dort vorne, hinter der Maus, befindet sich noch ein Class Trainer für den Bogenschützen. So. Also gehen wir dann zu unserem jeweiligen Class Trainer, den wir auch brauchen. Ich gehe jetzt hier zu dem, denn den brauche ich. Man kann die sehr gut daran sehen, dass die meistens gleich Schwert haben oder halt auch gleich, nicht gleich aussehen, sondern die Schwerter meistens identisch sind. So, dann können wir, wenn wir jetzt X drücken, sehen wir und hier drauf rechtsklicken machen, sehen wir, das kann ich hier lernen. Kostet mir 13 Kupfer, was aber jeder haben sollte. Damit kann man alle seine Skills verändern. Ich finde die sehr nützlich, falls man vielleicht sich vertan hat und lieber einen anderen Skill lernen will. Und wie ich jetzt zum Beispiel nicht reiten will. Was heißt, ich will es ja. Aber wenn man es jetzt nicht will. Ja. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ihr noch mehr über das Spiel wissen wollt, dann schreibt mich einfach an. Mir eine PN oder einfach in die Kommentare. Ist mir sowas von wurscht. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Like und Abo. Na, hätte ich mal gesagt. Bis dann, Leute. Bye, bye.